Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch von einem wunderschönen musikalischen Tag berichten. Ich wurde vor ein paar Monaten eingeladen von einem bekannten Geschäftskollegen zu sich nach Hause in die Nähe von Berlin, um mir sein persönliches HiFi-Setup anzuhören. Und dort erwartete mich wohl, laut seiner Aussage, eine Überraschung in Bezug auf seine Lautsprecher. Was da genau die Überraschung sein sollte, konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig verstehen, denn ich wusste, welche Lautsprecher er zu Hause hat und ich hatte sie zu dem Zeitpunkt auch bei mir hier im Studio, auch wirklich für einen langen Zeitraum. Insofern kannte ich diese Lautsprecher wirklich ziemlich gut. Nun gut, ich habe mich also darauf eingelassen, bin hingefahren, hatte sowieso vor, ein paar Tage in Berlin zu verbringen. Und so entstand dort an diesem Tag dieses unerwartet wirklich schöne Video. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Lehnt euch zurück, viel Spaß! Bist du schon mal in den Genuss einer guten Kaffeemaschine gekommen? Wenn du im Besitz einer solchen bist, dann kennst du sicher folgendes Gefühl. Es ist nicht nur der Kaffee, den du liebst. Nein, du zelebrierst das gesamte Prozedere. Die Zubereitung stimmt dich auf deinen darauf folgenden Genussmoment ein. Bist du schon mal in den Genuss einer guten HiFi-Anlage gekommen? Hier passiert nämlich genau das Gleiche, wie soeben beschrieben mit dem Kaffee. Das ganze Prozedere. Der Weg ist Teil des Ziels und stimmt dich auf den darauf folgenden Moment der genussvollen Musikwiedergabe ein. Wo ist eigentlich der Hausherr? Der wollte nicht so gerne vor die Kamera und das respektiere ich natürlich. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass wir dort filmen durften. Apropos Respekt. Falls euch gerade in den Nahaufnahmen aufgefallen ist, in dem Wohnzimmer gibt es keine wirklich sichtbaren Lautsprecher und Elektronik. Beides ist dennoch vorhanden und zwar nicht gerade im Miniaturformat. Da hat wohl jemand ohne klangliche Kompromisse seine Leidenschaft zur Musikwiedergabe umgesetzt und dabei mit Liebe und Respekt auf die Bedürfnisse seiner Frau geachtet. O-Ton des Hausherrn. Wollt ihr wissen, um welche Lautsprecher es geht? Okay, es geht um die Strauss Elektroakustik MF4. Die Lautsprecher solltet ihr aus meinem Kanal inzwischen sehr gut kennen. Videos dazu gibt es ja auch zu Genüge. Meine Antwort auf seine Einladung war, du weißt schon, dass ich die Lautsprecher sehr gut kenne. Wieso soll ich sie mir nochmal bei dir anhören? Na, weil ich sie in einer besonderen Art und Weise integriert habe und nutze. Lass dich überraschen. Okay, das ist nun die vollständige Geschichte, wieso ich dorthin gefahren bin. Aber wo bitte hat er diese fetten MF4 unterbekommen? Ich zeig's euch.
Ich komme gleich noch etwas auf den Klang zu sprechen, aber hier kurz ein Hinweis. Falls ihr gerade neu seid auf meinem Kanal und meine vergangenen Strauß-Videos nicht kennt, dann verweise ich hiermit auf meine Videobeschreibung. Dort findet ihr Links zu den Videos über die Strauß MF4, die ich bereits veröffentlicht habe, wo es noch ein bisschen mehr um den Klang und auch um technische Details geht. Zu der Optik, so wie ihr das gerade in den Aufnahmen gesehen habt, dieses Seidenmatt-Schwarze finde ich sehr, sehr gelungen. Finde ich viel schicker sogar als das klassische Tonstudio-Grau. So würde ich das jetzt mal nennen. Das ist dieses Grau, was ihr hier auch bei der kleinen Strauß NF3 seht. Ist auch schick, sieht auch wertig aus, für mich aber etwas technischer. Und dieses Seidenmatt-Schwarze ist, finde ich, noch etwas eleganter. Sollte, finde ich, auch durchaus prominenter auf der Strauß-Website dargestellt werden. So, und jetzt nochmal zum Klang. Ihr fragt euch nämlich eventuell, wie funktioniert das eigentlich so gut, wo doch die Lautsprecher so verbaut sind in dieser Regalwand. Das kann doch nicht gut klingen, oder? Genau das Gleiche habe ich mich auch gefragt und die Erklärung ist hier ganz einfach, denn die Akustik dieser Regalwand ist Teil des Konzeptes. Hinter den Lautsprechern bzw. sogar hinter der gesamten Regalwand entlang befinden sich Absorber. Und das ist auch gut so. Das macht auch Sinn, denn sonst müsste man echt sagen, wäre das verschenktes Potenzial der Strauß MF4 Lautsprecher. Top! Wirklich schön umgesetzt. Mal was anderes. Auch diese Kombination mit MBL, das ist recht ungewöhnlich, muss ich sagen. Habe ich so in der Kombination auch noch nie gesehen. Wieso sage ich ungewöhnlich? Weil für mich sprechen diese beiden Hersteller, MBL und Strauß, eigentlich zwei komplett verschiedene Zielgruppen an. MBL ist absolutes High-End in der Hi-Fi-Szene. Strauß ist ebenfalls absolutes High-End, aber in der Studioszene. Hier ziehen sich scheinbar Gegensätze an. Aber ich kriege immer verhäuft in letzter Zeit mit, wie sich High-Ender aus der Hi-Fi-Szene immer mehr mit Strauß-Monitoren beschäftigen. Nicht zuletzt aufgrund der vielen veröffentlichten Videos von meinen Kollegen und mir im letzten Jahr. Ein weiteres Highlight gibt es aber noch in diesem Wohnzimmer, denn das Ganze kann man jetzt innerhalb von wenigen Minuten zu einem Kino umfunktionieren. Schaut mal. Wahnsinn, oder? Ich gehöre ja zu den Typen, muss ich zu meiner Schande gestehen, die beim Filmeschauen normalerweise auf der Couch einschlafen. Kannst du hier aber nicht. Dafür sorgen die Strauß, Adrenalin schießt in die Höhe. Definitiv. Was hier interessant ist, ist, dass fünfmal der gleiche Speaker verwendet wird. Und ich sehe tatsächlich inzwischen einen Sinn darin. Klar ist es natürlich für die meisten von uns einfach too much finanziell, fünfmal Strauß-Lautsprecher zu nehmen. Aber fünfmal den gleichen Lautsprecher und dann auch noch als Standlautsprecher zu nehmen, das hat sich in den letzten paar Kinos, die ich in letzter Zeit erleben durfte, wirklich bewährt. Früher dachte ich immer, ach, das sind doch nur die Rears, die sollen nur so ein bisschen Effekte machen und das passt schon. Aber nee, wenn überall das gleiche Niveau herrscht an Klangpotenzial, dann ist es wirklich hörbar besser. Und in diesem Fall habe ich einfach von allen Seiten eine dermaßen atemberaubende Dynamik, eine Basskontrolle, eine Schnelligkeit erlebt, die unvergesslich war. Von diesem Höhenflug muss man erstmal wieder runterkommen. Ebenfalls aufgefallen ist mir
negativ in Anführungsstrichen. Wir klagen ja alle immer ein bisschen auf hohem Niveau. Aber die Lautsprecher sind ja verbaut und entsprechend gerade, also nicht angewinkelt. Und um das Klangpotenzial der MF4 mit Field-Lautsprecher komplett ausschöpfen zu können, müsste man sie eigentlich einwinkeln. Das geht ja in dem Fall nicht. Allerdings, als ich mit diesem Argument kam, sagte der Hausherr, ja natürlich, das geht trotzdem. Und zwar, indem wir die Real-Lautsprecher umverkabeln in die Fronteingänge des Verstärkers und uns einfach umdrehen und dann die Real-Lautsprecher als Frontlautsprecher beim Musikhören nutzen. Ganz schön smart. Jetzt muss man nur noch, bevor der Partner nach Hause kommt, alles wieder ordnungsgemäß wegräumen. Aber aufräumen geht ja bekanntlich schneller als aufbauen bei einer HiFi-Anlage. Oder alternativ alles stehen lassen und den Partner mit einem schönen Kinoabend überraschen. Geht natürlich auch. Als ich meiner Frau davon erzählte, ich fahre zu jemandem, der die Strauss MF4 Lautsprecher zu Hause hat, die kennt sie natürlich, sie weiß, wie die aussehen, aber die Lautsprecher nicht sichtbar hat und dass es jemand ist, der darauf achtet, dass der Ehefrau-Wohlfühlfaktor erfüllt ist, sagte sie nur zu mir, ja, da kannst du dir ja mal eine Scheibe von abschneiden. Das hat mich direkt animiert, meine Anlage nochmal neu aufzubauen und das sah dann so aus. Fast so gut, oder? Kleiner Scherz, das war natürlich frei erfunden. Also, ich hatte einen sehr entspannten Tag in der Nähe von Berlin. Vielen Dank an den Hausherrn für den schönen Tag, für den musikalischen Gaumenschmaus, für einen Kinofilm, den ich nicht abschalten wollte, dafür aber abschalten konnte. Was mir neben dem für mich bekannten, exzellenten Klang gefallen hat, ist die Integration der Lautsprecher. Wie fandet ihr es? Oder wie findet ihr es generell, Technik zu verstecken? Macht ihr das auch so? Oder habt ihr lieber alles sichtbar? Wie findet ihr die Tatsache, dass es ein komplettes Strauss MF4 Kino ist? Völliger Overkill? Oder sagt ihr, mein Gott, wer kann, der kann? Schreibt es gerne in die Kommentare. Eure Meinungen sind herzlich willkommen, aber bitte immer mit Respekt. An alle Zuschauer, die sich für Strauss interessieren, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu allen Strauss-Händlern in Deutschland. An die könnt ihr euch auch dann gerne wenden. Ebenfalls findet ihr Links zu den verschiedenen Strauss-Videos, die ich bereits veröffentlicht habe, inklusive das, wo ich in Bern bei Herrn Strauss persönlich war. Das Video würde ich euch auch wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe immer mal wieder Highlight-Videos auf meinem Kanal, aber wenn man mich fragen würde, welches ist dein All-Time-Highlight-Video von allen bis dato, dann würde ich sagen, ist es das. Es ist aber etwas lang, bringt etwas Zeit mit, über eine Stunde. Also statt Netflix am Abend wird euch diese Doku definitiv bereichern. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!